Legenden leben weiter. Menschen sterben. Er weiß, den Tod zu fürchten hieße, den Wert des Lebens zu schmälern. Ist der Tod das einzig wahre Ende? Mögen die Hinterbliebenen aus seinem Opfer Mut schöpfen. So ist es passiert. So ist Batman gestorben. Sehr gut, Batman. Aber mal ehrlich. Die Bedienung des Waffensystems ist durch einen Fingerabdruckscanner gesichert, der auf Stack eingestellt ist. Ohne saubere Abdrücke komme ich nicht rein. Vielleicht haben die Überwachungskameras was aufgezeichnet. Ich sollte die Aufnahmen daraufhin prüfen, ob Stack während der Entführung irgendeine Oberfläche berührt hat. Dann könnte ich die Abdrücke vielleicht rekonstruieren. Stack muss dort auf dem Boden einen Handabdruck hinterlassen haben. Ich sollte weitere Stellen suchen, die er berührt hat. Dann finde ich vielleicht alle Abdrücke. Stack hat hier den Boden berührt, nachdem er die Treppe runterfiel. Ich sollte nach weiteren Abdrücken suchen. Er berührte das Geländer, um das Gleichgewicht zu halten. Um den vollen Satz zu rekonstruieren, brauche ich mehr Abdrücke. Stack hat einen Handabdruck nahe des Ausgangs hinterlassen. Ich weiß, wo Stack seine Abdrücke hinterlassen hat. Ich muss die Stellen nur scannen. Ich habe einen Abdruck vom Zeigefinger. Noch drei Stellen zu scannen. Also, was machst du da? Du rekonstruierst einen Abdruck aus all diesen klitzekleinen Stückchen? Oh, apropos klitzekleine Stückchen. Was glaubst du, was sie mit Barbara machen werden? Ich konnte Stacks Mittelfingerabdruck von hier rekonstruieren. Noch zwei Stellen scannen. Ich habe Stacks Daumenabdruck an dieser Stelle rekonstruiert. Noch eine Stelle übrig. Ich habe den vollen Satz. So sollte ich auf Stacks Computer zugreifen können. Du benutzt Stacks rekonstruierten Handabdruck, um auf den Computer zuzugreifen? Echt genial, Bats, wirklich. Oh, ich weiß was. Wenn du fertig bist, hacken wir sein Online-Dating-Profil. Willkommen, Mr. Stark. Ich kann die Geschütze auf dem anderen Luftschiff nicht aus der Distanz deaktivieren, aber ich kann die Geschütze auf diesem Schiff steuern. Die Waffen werden erledigt. Jetzt ist Scarecrow dran.
Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Mr. Stack. Sir, wegen der Identität des sogenannten Arkham Knight. Was hast du gefunden? Gar nichts, Sir. Keiner der ehemaligen Insassen von Arkham City, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, entspricht dem Profil. Erweitere die Suche. Als der Joker die Anstalt übernommen hat, sind Dutzende geflohen. Suche nach jungen Männern mit Militärerfahrung. Download der Daten läuft, Sir. Die Kampfanzüge der Miliz können kurzzeitig unter Strom gesetzt werden. Ich kann sie nicht schlagen, wenn sie in diesem Zustand sind. Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Wayne, aber ich kann ein weiteres Upgrade für den Wagen vorbereiten. Was darf es sein? Der Nahbereich EMP wird alle Fahrzeuge und Raketen in der Nähe lahmlegen. Sehr nützlich, wenn sie in die Enge getrieben werden. Exzellente Wahl, Sir. Nichts ist besser als ein Nahbereich EMP, um sich etwas Luft zu verschaffen. Keine Sorge, das Batmobil ist immun. Gentlemen, aufgepasst. Unser ehemaliger Freund Mr. Stack versäumte es, den Cloudburst aufgeladen und einsatzbereit zu halten. Wir müssen das nun selbst erledigen. Ich brauche Leute in der Biotechnik, die Energiezellen zum Apparat bringen, und ich brauche noch mehr Leute, die sie beschützen. Enttäuscht mich nicht.
Forschungsdaten. Nutzer-ID. Stack Simon. 29. Oktober. Die überarbeitete Formel funktioniert perfekt. Das Gas durchdringt Kleidung und wird problemlos durch Haut und Augen absorbiert. Gasmasken sind zwecklos. Die Resultate sind grausam. Zusammen mit dem Cloudburst ist das Potenzial enorm und lukrativ. Doch Dr. Crane hat kein Interesse an Geschäftschancen. Er will all unsere Arbeit vergeuden. Meine Arbeit für einen Racheakt. Es ist Zeit, die Zusammenarbeit zu beenden. Ich sollte Gotham verlassen, bevor er zurückkehrt. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID. Stack Simon. 29. Oktober. Die überarbeitete Formel funktioniert perfekt. Das Gas durchdringt Kleidung und wird problemlos durch Haut und Augen absorbiert. Gasmasken sind zwecklos. Die Resultate sind grausam. Zusammen mit dem Cloudburst ist das Potenzial enorm und lukrativ. Doch Dr. Crane hat kein Interesse an Geschäftschancen. Er will all unsere Arbeit vergeuden. Meine Arbeit für einen Racheakt. Es ist Zeit, die Zusammenarbeit zu beenden. Ich sollte Gotham verlassen, bevor er zurückkehrt. Als Dr. Crane zu mir kam, glaubte ich, er hätte endlich den Wert seiner enormen Chemiekenntnisse erkannt. Doch nein, immer noch Scarecrow, durch und durch. Er erfindet eine Formel, die Depressionen heilen oder eine Armee untereinander aufbringen könnte. Und er nutzt sie, um Leute zu erschrecken. Na gut, Dr. Crane. Ich arbeite weiter an Ihrem Cloud, aber ich arbeite auch weiter an Ihrem Toxin. Ich werde ihm zeigen, dass hier Geld zu verdienen ist, egal wie. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID, Stack, Simon, 20. September. Bitte! Es soll aufhören! Die Menschenversuche führten nicht zum erhofften Durchbruch. Ich will nach Hause! Ich will nur nach Hause! Der Cloudburst funktioniert perfekt, auch wenn ich das zeitweise vor Dr. Crane verheimlicht habe. Ich muss erst seine Formel vervollkommnen. Auf Forschungsdaten. Nutzer-ID, Stack, Simon. 2. Oktober. Patient Nummer 4. 2 Wochen nach dem Kontakt. Wie geht's uns heute, Daniel? Aber... Daniel, würden Sie gern nach Hause? Leichte Panik, dauerhafter Schaden, das reicht nicht. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID, Stack, Simon, 14. Oktober. Endlich Ergebnisse. Genau genommen mussten wir den Patienten fixieren. Nicht wahr, Mr. Huxley? Ich hab euch kalt! Euch alle! Angsttoxin kann gefährlich sein für Sie und Ihre Nächsten. Zu langer Kontakt mit Angsttoxin kann Phasen mit extremen psychologischen Traumata hervorrufen. Ich sage dir, Bats, Sie lassen das Zeug echt immer besser und besser klingen. Alfred, Stack und Scarecrow arbeiteten gemeinsam an einem Projekt namens Cloudburst. Aber wenn dem so ist, Sir, warum greift Scarecrow Stack dann an? Stack muss ihn hintergangen haben. Er ist wegen des Geräts hier. Ich verschaffe dir Zugriff auf Stacks Computernetzwerk. Such nach allem, was mit Cloudburst zu tun hat. Ich muss wissen, was das ist. Wie Sie wünschen.
Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Mr. Stack. Bitte lasst mich gehen. Ich habe jede Menge Geld. Nicht mal Batman kann uns aufhalten. Oh! Aber das hat dich nicht gehindert, Scarecrow noch ein bisschen zu betrügen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Nein, noch tut es dir nicht leid. Aber wenn Scarecrows Toxin in diese Zelle strömt, dann wird es dir leid tun. Oh Gott, nicht! Ich habe gesehen, was das mit deinem macht. Hilfe! Irgendwer! Wenn ich den Mann mit der Minigun ausschalte, erweckt das nur Aufmerksamkeit. Ich kümmere mich später um ihn. Okay, wir müssen den Clockburst aufladen und wir dürfen Batman nicht zum Boss kommen lassen. Wenn ihr bei einer von den beiden Aufgaben versagt, sorge ich höchstpersönlich dafür, dass ihr zusammen mit Stack Gas schnüffeln werdet, verstanden? Hör nur, wie er da drin schreit. Es wird noch mehr schreien, wenn das Gas kommt. Das ist die Strafe, wenn man Scarecrow verrät. War nicht sehr schlau. Unser Werk ist fast vollendet. Meine Kalibrierungen sind beinahe abgeschlossen und der Cloudburst fast aufgeladen. Versorgt mich bis dahin weiter mit Energiezellen. Okay, Leute, macht weiter mit den Energiezellen. Wie viele brauchen wir? Keine Ahnung, Stack verrät's nicht. Schade, dass wir keine Zeit für ein gründliches Verhör haben. Mit dem Angstgas wird es auf jeden Fall tun. Meldung, ihr alle! Roger. Hier. Verstanden. Wo sind die anderen? Sie haben sich zuletzt von den Antriebskammern gemeldet. Durchsucht das Gebiet! Ich sehe nach dem Typen, den Batman umgehauen hat. Wo? Da unten ist was! Hier ist nichts. Wie macht er sowas nur immer wieder? Wenn ihr Idioten die Augen aufhalten könntet, würden wir nicht in dieser Scheiße stecken. Pass auf, was du sagst. Die Schimpansen würden bessere Soldaten abgeben als ihr. Wir können hier nichts tun. Verteilt euch und findet ihn. Du benutzt die Bodengitter? Guter Plan. Hier ist meiner. Batman ist unter dem Boden. Zerstört die Gitter und scheucht ihn heraus. Meldung, ihr alle. Roger. Oh Gott, nein. Hier drüben, ich habe einen gefunden. Er ist verletzt. Wo befindet ihr euch? Hier im Hauptlabor. Lasst ihn. Wir müssen uns um uns selbst kümmern. Schön im Schatten bleiben, ganz leise und sie dann alle einzeln ausschalten, was? Das läuft heute nicht. Arbeitet in Teams, gebt euch Deckung!
Ihr habt ihn gehört. Rückt zu zweit vor. Sprengsatz scharf! 3, 2, 1. Brennen, Bertie! Was war das? Er ist da drüben. Kommt schon! Mich hier rausholen. Die sind wahnsinnig. Du hast mich angelogen. Du hast eine letzte Chance, Dag. Eine. Ich. Okay, okay. Hör zu, Scarecrow kam zu mir. Er brauchte meine Hilfe mit dem Cloudburst. Wozu dient er? Nein! Nein, nein! Lass nicht zu, dass sie mich berühren. Der Cloudburst, Stack. Welchen Zweck hat er? Sie sind überall auf meiner Haut. Sie kriechen auf meinem Gesicht rum. Ich sollte dich deinen Albträumen überlassen.